endlich wieder Ruhe eingekehrt hier. Stress heute. Schön ruhig, so muss. Ich war mich da schon dran kümmern. Sie kümmern sich hier um gar nichts.
Sie betreten hier gar niemanden. Haben Sie mich da verstanden? 20 Euro. Also, da war ich ja jetzt gleich aufgehen, um ans mein Mann zu an. Der wird sich freuen. 20 Euro. Und Sie waren sich gleich noch fünfeln. Hey, Freunde! Ja. Ernst, brauchst nicht zu bezahlen. Ich bring da schon in Ordnung, gell? Wann das gleich regeln. Mach dir keine Gedanken. Das kriege ich hin. Musst du mich denn immer gegen mich aufhetzen? Ich hetz gar keins auf. Na klar, hetz du mich gegen mich auf. Sie überwacht mich ständig. Weißt du, sie ist halt die Frau von einem Polizisten. Ah. Wir hatten Waffenstillstand vereinbart. Ja, meinst du doch einen Waffenstillstand vielleicht? Du hast doch angefangen. Musst du am kleinen Abend eine Tanzveranstaltung machen, wo ich ein Konzert im Gemeindesaal machen will, ne? Ludwig, das war halt ein dummer Zufall. Dann sag ab. Wenn du nicht am Album zählst? Sagst also nicht ab. Das geht doch nicht so einfach. 20 Euro. Hier hast du es gar nicht. Aber das gibt Krieg sein. Das gibt Krieg, Ludwig. Den Krieg haben wir schon, seitdem du die Tanzveranstaltung angesetzt hast. Das geht nicht gut. Du wirst dann nach. Oh Mann! Ah. Hey! Ah. Hier! 20 Euro. Vom Musikverein. Ludwig, es ist wie verhext. Was ist denn jetzt hier los? Sebastian hat sich den Finger gebrochen. Den Finger gebrochen? Den Finger gebrochen. Bei was denn? Bei Nasenbohren oder was? Nee, nicht bei Nasenbohren. Der hat sich wirklich den Finger gebrochen. Bei was? Was ist passiert? Der wollte jemandem zeigen, wie man Karate macht. Und dann hat er sich den Finger gebrochen. Karate? Der hat doch noch nie was mit Karate zu tun gehabt. Eben, drum. Deswegen hat er sich ja auch den Finger gebrochen. Was sollen wir denn jetzt machen? Der sollte doch das Solo spielen. Ja, was soll man da machen? Macht mir alle mal ihre Angst zum Trotz. Dann spiel ich immer eine Solo an dem Abend. Du musst doch dirigieren. Ja, dann dirigiere ich eben auch noch. Und du, sag ich dir gleich, tanzt in der Folklore mit. Klore, Gott, der Ding ist da. Meine Liebe, lass mich mal das nicht. Ach du Liebe. Ich hab doch gesagt, nicht hier. Ja. Oh, was ist das für einer? Das steht hier. Hardy Deal. 3 Jahre musste er eigentlich noch aussitzen. Und jetzt ist er aus dem Knast geflohen. Oh. Ja. Weißt du was? Ich glaube, den habe ich gesehen, als ich eben hierher gekommen bin. Was? Hier gerade kam die Meldung durch, er soll sich hier bei uns in der Stadt aufhalten. Das ist er. Aber ich kann doch nicht weg. Dann ruf doch den Hauler an von oben, sagt er soll runterkommen. Ist wichtig. Genau. Ja. Hallo, Frau Holler. Ja, Ihr Mann, der muss sofort runterkommen. Ich muss einen Ausbrecher festlegen. Jawohl. Wichtig, ja, genau, sofort. Los, auf. Ja, jetzt geht's. Oh, jawohl. Tatü, tata. Oh, Mann. Jetzt checkt sie nochmal endgültig. Julia, was machen Sie denn da? Sind Sie heute schon angereist? Mein Gott, Sie haben ja gar keine Stimme. Und
Thea. Thea, weißt du überhaupt, was das ist? Na, aber das wirst du mir schon gleich so an. Das ist die Julia. Das ist die Sängerin von Stripstrolls. Na, die Sängerin von Stripstrolls. Heißt das etwa, dass wir jetzt unsere Tanzveranstaltung auch können vergessen? So sieht's aus. Mich ärgert halt nur, dass man seine Ludwig herauskommt, gewischt. Na. So schnell schießen die Preußen nicht. Da habe ich noch einen Trompen, Erich. Was für ein Trompen? Das wirst du schon gleich sehen. Julia, wissen Sie, was die für ein Trompen hat? Und Sie meinen, wenn Sie besoffen sind, können Sie singen? So, Fräulein, gehen Sie mal heim. Okay. Das ist jetzt mein Trunk. Das tränke Sie jetzt einmal, dann wird es Ihnen schon gleich Wasser geben. Ist das der berühmte Kuhfladentee, ne? Das ist doch nicht der Kuhfladentee, das ist der Huflattichtee. Jetzt tränke Sie mal, das wird nämlich Wunder. Schmeckt du denn nicht, ne? Naja, das ist halt so, das ist halt wie Medizin, ne? Und Medizin, die schmeckt, die taucht auch nicht. Jetzt tränken sie doch mal, das liegt doch an der Dicke. Sie meinen sehr, dass sie nicht gleich wird. Thea, wie ich die Sache sehe, da kann auch das Wunder lang über. Na. Wir müssen die Tanzveranstaltung absorben. Ich frage nur, dass der Ludwig jetzt im Bälle noch kriegt. Ach, na ja, der Ludwig, da hat auch noch genug Ehrbarkeit. Die Heidi will noch nicht tanzen. Die Heidi will nicht tanzen? Wieso denn das? Heilig, hast du das noch nicht gehört? Die kriegt doch ein Kind. Die Heidi kriegt ein Kind? Ja. Jetzt krieg ich aber eins, du. Ich sau eins. Ich fand die Heidi doch immer für ein Bacillus gehalten. Was? Heidi Bacillus? Na, war denn da das? Kannst doch, die Heidi ist. Ja. Bacillus halt. Erst da bringt sie immer so auf erhöhte Temperatur und dann muss sie aus. Da hat sie jetzt einmal das Hoster vergessen. Das wird so zählen. Also sagen wir, weiß man nicht gefordert. Das weiß ich nicht. Und das weiß sie ja auch nicht. Oder vielleicht will sie es einfach nicht so. Also ich bin's nicht, ne? Also mir hat sie immer was gewusst. Nein, kriegst du doch die Tür nicht zu. Ja! Der Herr Musikverein und die Schreiberin. Sie setzen sich auf die Bank und warten, bis sie abgeholt werden. Also, das ist doch Ihre Sache, wo die wert. Sie haben nicht eins zu sagen. Das hab ich sehr wohl. Ich hab hier immer nicht die Stellung da. Wo ist der Markus? Da hat vorhin oben angerufen und hat gesagt, ich müsste den Platz hier abkommen, haben es fort und müssten Ausbrecher einfangen. Ach was. Ja. Und selbst Sandra, die war auch dabei. Genau. Ja, dann Prost Mahlzeit. Was ist eigentlich der Grund deines erneuten Besuches? Wirklich? Ich hatte heute zum zweiten Mal so süß kleine Zettel hingestellt oder so. Oh. Kannst du das vielleicht? Schon wieder ein Strafzettel. 20 Euro. Du gehst aber ganz schön leichtsinnig mit deinem Geld um, hä? Sag mal, wie heißt denn eigentlich der Polizist, wo das ihn geschrieben hat? Oh. Und das war nicht Glas. Fallbein oder Lampen? Hab ich doch gewusst!
dass du der Anrufer warst. 20 Euro! Ernst? Wollen wir dann los starten? Wir lassen. Was? Aber die kriegt wir, das sag ich doch. Erst wenn ich Trompete spiele. Ich nahm mich da wohl. Darauf kannst du Gift genagen. Julia, komm mal her. Setz uns auf die Bank hier. Lass das Mädchen gehen. Solange ich weiß, wer sie ist, ist sie verdächtig. Ich passe auf sie auf, du kannst. Ja, mach doch wieder Bock zum Gärtner. Thea, hast du das gehört? Da hat mich alle den Bo genannt. Ich mag mich besser für Gesatz zu beschweren. Ja, hier, ruf an, auf geht's hier ins Telefon, bitteschön. Frau Hauler, mach mir einen Kaffee. Hier hab ich noch was zu sagen. Jetzt kreuz doch nicht so Röntgen. Mann. Da mache ich Ihnen jetzt mal einen schönen Steige Kaffee. Vielleicht waren Sie dann hier normal. Hab genau gewusst, du hast sie eben nicht aufgehetzt. Und da hat im letzten Jahr meine Zettel hochgerufen und hat im Mann Nomen gesagt, dass das Konzert vom Musikverein ausfällt? Das warst doch du. Hab ich dir schon mal gesagt? War es nicht? Natürlich warst du es. Nee, ich war es nicht. Und du hast mir damals aber zwei Musikschüler abgeworben. Vom Quatsch, die sind freiwillig gekommen. Ich bin ganz allein gekommen.